Hallo und herzlich willkommen, ihr FIFA-Zocker da draußen. Ich bin Basti oder auch Modern Consumer und ich werde in letzter Zeit eine Sache sehr häufig gefragt. FIFA 14 steht vor der Tür und viele von euch da draußen haben natürlich auch viel FIFA 13 gespielt, so wie ich, und vor allen Dingen den Ultimate Team Modus. Und da stellt sich halt für viele die Frage, was ist mit den ganzen Münzen und Spielern, die man sich hart erkämpft hat in dem letzten Jahr, wo jetzt FIFA 13 draußen war? Kann man diese ganzen Sachen mit in FIFA 14 übernehmen, wenn man sich jetzt FIFA 14 kaufen wird, auch für die gleiche Konsole? Darauf werde ich jetzt schon mal vorab eine ganz klare Antwort geben. Die Antwort lautet, das geht nicht. Alles, was ihr euch in FIFA 13 erspielt habt, könnt ihr nicht mit übernehmen in FIFA 14. Das Einzige, was ihr zu FIFA 14 mit übernehmen könnt, sind die Points, die ihr bei EA gekauft habt. Das sind die, die ihr hier oben rechts im Menü seht, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch hier eingeloggt habt, dafür, wo ihr echtes Geld für bezahlt habt. Ich habe da jetzt nichts. Ich habe nur die ganz normalen Münzen oder auch Coins genannt. Die könnt ihr nicht mit übernehmen zu FIFA 14. Allgemein gibt es aber eine Grafik, die von EA veröffentlicht wurde, und auch allgemeine Informationen, die blende ich jetzt hier ein, die könnt ihr euch mal anschauen. Da seht ihr, was alles möglich ist. Und zwar, ihr könnt einmal die Points übernehmen von FIFA 13 zu FIFA 14. Das ist wohl möglich. Das ist jetzt hier in der Grafik hier nicht eingeblendet, da gibt es noch eine andere. Aber hier geht es darum, dass wenn ihr euch jetzt zum Beispiel FIFA 14 für die Xbox One, Entschuldigung, nochmal von vorne. Wenn ihr jetzt eine PlayStation 3 habt oder eine Xbox 360 und kauft euch FIFA 14, fangt damit an, Ultimate Team zu spielen, dann könnt ihr, wenn ihr auf die Next-Gen-Generation der Konsolen umsteigt, also auf die Xbox One umsteigt, könnt ihr alles, was ihr bei der Xbox 360-Version in FIFA 14 euch erspielt habt, mit zur neuen Version übernehmen. Das heißt, ihr kauft euch quasi zweimal FIFA 14 auf der gleichen Konsole vom gleichen Hersteller, sagen wir es mal so. Von der Xbox 360 zur Xbox One könnt ihr alles übernehmen und von der PlayStation 3 zur PlayStation 4. Da könnt ihr wirklich alles übernehmen, wie ihr hier seht. Ich lese euch dazu jetzt nochmal einen kurzen Informationstext vor, den verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Das ist ein offizieller Text von EA auf der EA.com-Seite. Und zwar lese ich jetzt einfach mal vor. EA Sports wird es dir von FIFA 14 zudem leicht machen, dein FIFA 14-Erlebnis auf die neuen Konsolen zu übertragen. Sei es zwischen Xbox 360 und Xbox One oder zwischen PlayStation 3 und PlayStation 4. Also nur zwischen den beiden. Ihr könnt also nicht von der PlayStation 3 auf die Xbox One euer Zeug mit übernehmen und andersrum. Bei FIFA 14 Ultimate Team lassen sich Kader, Spielfortschritte, spieleigene Objekte und Währungen, also die Münzen, auf neue Konsolen transferieren. So kannst du auf einer beliebigen Plattform auf deine Mannschaften zugreifen und mit ihnen spielen. Auch EA Sports Football Club lassen sich Level, EP, Erfahrungspunkte, und ausgewählte Objekte aus dem Katalog wie Torjubel und Trikots auf die neuen Konsolen übernehmen. Dasselbe gilt auch für die Fortschritte im Seasons-Modus, inklusive Trophäenschrank und Bestenlisten, Leistungen mit Virtual Pro sowie Pro-Clubs, Fortschritte und diverse Karrierebelohnungen. Also, ihr fangt also, wenn ihr von der einen Generation auf die nächste geht und dort schon FIFA gespielt habt, das ist ja ungefähr 2 Monate, je nachdem wann ihr euch dann die nächste Konsole kauft, könnt ihr schon anfangen, euch alles freizuschalten und freizuspielen und braucht also keine Angst haben, dass wenn ihr dann umsteigt auf die nächste Konsolengeneration, dass ihr dann bei FIFA 14 schon wieder von vorne anfangen müsst. Ich finde, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Ich hoffe, ich habe euch alles richtig gesagt. Das war jetzt nach meinem besten Wissen und Gewissen gesagt. Wenn euch die Info geholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch weitere Infos habt, dann gerne her damit. Ich werde versuchen, nochmal ein allgemeines Informationsvideo zu machen. Aber mal gucken, ob ich das zeitlich hinbekomme. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch viel Spaß mit FIFA 14. Könnt ihr übrigens gerne vorbestellen über meinen Link in der Videobeschreibung. Ist ein Support-Link, würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!